Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute in meinen Augen ein extrem wichtiges Thema, was aber sehr häufig ja, nicht erwähnt wird. Ich würde es fast zu einem Tabuthema zählen. Stark im Netz gegen Cybermobbing. Und dazu habe ich mir die ehemalige Lehrerin, Resilienztrainerin, Mentalcoach und Mitgründerin der Initiative Stark ins Neue, Julia Kelch, eingeladen. Grüß dich, Julia. Hallo Carsten, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema Mobbing, Cybermobbing, thematisieren. Weil Functional Basics ist auch bekannt für Themen anzusprechen. Wir hatten hier Periodenarmut und Trauma, Sexualität, Pornosucht und Co. alles schon mal behandelt. Aber das Thema Mobbing ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich habe in der Community im Vorfeld rumgefragt. Also Community meine ich immer Instagram, habt ihr die Möglichkeit, vorher eine Story Fragen zu stellen. Und 60% sind selbst schon in Form von Cybermobbing irgendwo betroffen gewesen. Mhm. Und jetzt ist die erste Frage, wie bist du denn zu dem ganzen Thema Mobbing, Cybermobbing gekommen und wie ist es zu dieser Initiative gekommen? Ja, spannende Reise auf jeden Fall. Als ehemalige oder als Lehrerin habe ich ganz, ganz viel in meinem Schulalltag beobachtet. Und mir ist vor all dem aufgefallen, dass Kinder bei Kleinigkeiten schon extrem eingeknickt sind. Und ich habe unter anderem auch beobachtet, dass es Kindern zunehmend schwer fiel, Streitereien oder Meinungsverschiedenheiten selber zu klären. Und man muss sich das so vorstellen, wir Lehrer, wir haben einen ganz schön intensiven Job, sage ich mal, und dann sind wir in der Pausenaufsicht. Und dann steht man da und soll natürlich aufpassen, aber hat eigentlich auch mal ein paar Minuten zum Durchschnaufen. Und irgendwie ist es so gekommen, dass permanent die Kinder wie ein Bienenschwarm zu den Lehrern gerannt sind. Ja, der hat das und das zu mir gesagt und der hat das gemacht und da, 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 da. Und du hast einfach nur gedacht, boah, Pausenaufsicht, das ist so mega anstrengend. Und ich habe mir dann eigentlich die Frage gestellt, warum können Kinder diese Kleinigkeiten? Also ich war als Lehrerin immer offen für alle Kinder und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich auch immer ein Ohr für die Kinder habe. Und wenn ein Streit da ist, wo ich weiß, es ist einfach wirklich schwierig für die Kinder, dann bin ich auch da für die, dann greife ich auch ein. Ich habe nur gemerkt, dass es Kinder gab, die eigentlich schon sehr reif wären, die aber so Kleinigkeiten, also wegen Kleinigkeiten kamen, wegen kleinen Meinungsverschiedenheiten und da schon Probleme hatten. Und ich habe mich selber auf die Reise der Persönlichkeitsentwicklung gemacht, wo ich unfassbar viel lernen durfte, auch über die Kommunikation mit mir selber, die Kommunikation zu anderen natürlich. Und es hat unfassbar vieles bei mir verändert. Und für mich hängen Persönlichkeitsentwicklung und Anti-Mobbing-Prävention für Kinder eigentlich untrennbar zusammen. Wenn mich Eltern fragen, was ich in meinen Kursen mache, dann sage ich auch immer, es ist ein Mobbing-Präventionstraining gepaart, aber mit Persönlichkeitsentwicklung für Kinder. Denn es geht in diesen Trainings, wenn ich ja kurz ausschweifen darf, es geht vor allem in diesen Mobbing-Präventionstrainings und dieser Persönlichkeitsentwicklung für Kinder auch darum, zu erkennen, was ist Mobbing und was kann ich dagegen tun?
Was ist eine Meinung und wie gehe ich mit Meinungen um? Also wie kann ich mich von Meinungen abgrenzen? Wie kann ich Meinungen annehmen oder wie lebe ich jetzt damit? Und ich bin der Meinung, dass Kinder sehr, sehr schlau sind und unfassbar viel lernen und gerade dieses Wissen den Alltag der Kinder extrem entstresst. Weil das, was ich beobachte, dass es ja nicht nur bei uns Erwachsenen so ist, dass wir immer schwieriger mit Meinungsverschiedenheiten umgehen können. Und das führt hauptsächlich zu Stress. Und das wird natürlich noch extremer, wenn du jetzt Cybermobbing ansprichst, weil da sind wir nicht mehr 1:1 auf dem Pausenhof, sondern wir befinden uns eigentlich im Netz in einem sehr undefinierbaren Raum eigentlich, weil man weiß nicht per Algorithmus, wann wird was wer sehen und kann ich es überhaupt wieder entfernen, kann ich es überhaupt wieder löschen und es geht manchmal viral. Ich habe einfach in diesem Raum keine Kontrolle und deswegen ist Cybermobbing noch extremer. Und ich habe die Initiative Stark ins Neue gegründet, weil wir da einfach Aufklärung machen wollen, gerade für Eltern und für Kinder und für Pädagogen natürlich auch. Also wir machen unterschiedliche Kurse, Impulse vor Ort, online wie offline. Und wollen da einfach so ein bisschen die Themen in die Köpfe der Menschen bringen, was jetzt schon sehr gut geklappt hat mit 3 Events. Und Stark ins Neue hat ja begonnen zum Jahreswechsel, weil wir gesagt haben, nach diesem blöden Jahr für die Kids brauchen die einfach Stärkung, Stärkung des Selbstbewusstseins. Dann haben wir am Anti-Mobbing-Tag das Thema Mobbing groß aufgegriffen. Und jetzt am Weltkindertag haben wir Stark im Netz gegen Cybermobbing dieses Event gemacht. Genau. Was ich raushöre, ist zum einmal natürlich deine Erfahrung als Lehrerin in der Pausenaufsicht. Da kommen dann die kleinen Stifter an und sagen, hey, die Person hat mich geärgert. Ja. Das klingt so ein bisschen wie, okay, es gibt Kinder, die etwas empfindlicher vielleicht auf bestimmte Sachen reagieren. Und dann gibt es welche, die sagen, oh, lass mich mal in Ruhe, juckt mich gar nicht. Die erste Frage wäre ja tatsächlich, wann fängt denn überhaupt Mobbing an? Weil ich habe mir noch 2 andere Fragen notiert. Einmal, was ist Meinung und wie gehe ich mit Meinungen um? Das ist auch ein Thema für unsere Erwachsenen. Brauchst du bloß bei Facebook und Co. reingucken. Meinungen zu Corona, bumm, Riesenthema. Ja? Genau. Und wie stärke ich mein Selbstbewusstsein? Das sind 2 Sachen, die ich dann gerne im Nachgang mit dir besprechen würde. Aber wann fängt denn überhaupt Mobbing an? Ja, das ist der Punkt. Also laut Duden, die Definition ist, Mobbing ist ein individuell gefühlter Zustand oder Prozess eigentlich. Also jeder empfindet Mobbing anders. Das ist erstmal das Grundlegende, weil ich auch mitbekommen habe unter Pädagogen, die tun dann Dinge ab, weil sie sagen, naja, das ist ja jetzt noch nicht so lang oder der hat es jetzt erst 3-mal gesagt. Das sehe ich mit Vorsicht, ja, weil jeder anders drauf reagiert. Und für mich fängt Mobbing da an, wenn ich ein starkes Gefühl habe, dass es sich in mir auslöst, mit dem ich erstmal überfordert bin, gar nicht klarkomme und einfach extrem traurig werde. Und für mich hat sich aber dann auch gleichzeitig die Frage gestellt, wie schaffe ich es denn, dass Kinder innerlich stärker werden und jetzt kommt das Zauberwort resilienter werden. Also Resilienz ist eigentlich wie eine Superheldenkraft, so sage ich es den Kindern immer. Das ist nämlich deine innere Widerstandsfähigkeit, wie du mit Dingen im Außen auch umgehen kannst. Und jetzt gibt es Kinder, die sind, wie du gesagt hast, sehr, sehr offen, sehr, sehr sensibel. Die fühlen sich natürlich relativ schnell gemobbt. Und es gibt stark resiliente Kinder, die denken sich, ja, ich finde mich gut, ich liebe meine Käppi, ist mir doch egal, was der über meine Käppi sagt. Und gehen einfach ganz anders durchs Leben. Und darum geht's, dass ich mich selber annehme, so wie ich bin und dass ich wirklich mich selber auch gut finde, so wie ich bin. Und diese Resilienzstärke, und das können die liebe Eltern euren Kindern beibringen, das können die Kinder von sich aus lernen, das ist wie ein Muskel, der sich trainieren lässt. Das habe ich bei mir selber auch erfahren. Ich war auch mal eine nicht so resiliente Person, war sehr sensibel, bin mit Stress und
Feedback oder Dinge, Kritik, die mir gesagt wurden, die habe ich sehr, sehr in mein Herz gelassen. Und das passiert ja auch oft bei den Kindern. Die Kinder machen ja auch nichts aus einer bösen Absicht heraus. Und wenn die dann Kritik bekommen, dann nehmen das manche sehr, sehr in ihr Herz rein. Und andere können das so ein bisschen trennen, können sagen, ja, okay, das ist halt eben sein Feedback. So und so viel gehe ich mit, das ziehe ich für mich raus. Aber ich selber fühle mich noch gut so und fühle mich trotzdem stark. Und ja, so sehe ich Mobbing, genau. Es spielt ja da das Thema Selbstbewusstsein eine große Rolle. Einmal das mit der Meinung habe ich nicht vergessen, das habe ich noch auf dem Schirm. Aber weil wir gerade sind bei Resilienz, wie stärke ich denn mein Selbstbewusstsein? Weil du sagst, das ist wie ein Muskel, ne? Resilienz kann ich trainieren. Jetzt sagst du die Eltern, ihr könnt das den Kindern beibringen, aber erscheint vielleicht das eine oder andere Fragezeichen, ja, wie mache ich das denn jetzt? Wie kann ich denn mein Selbstbewusstsein trainieren? Also dann erstmal die Frage, was ist denn Selbstbewusstsein genau? Wenn ich das mal da mal kurz drauf eingehen darf. Denn die meisten Menschen verwechseln Selbstbewusstsein mit Selbstsicherheit. Weil ich hatte auch mal die Situation in einer Klasse, dann sagt die Mama zu mir, oh, mein Kind war das Einzige, was mich in der Mitte was vortragen wollte. Das ist einfach nicht selbstbewusst, das wollte nicht. Und oh Gott, oh Gott. Dann habe ich zu der Mutter gesagt, doch, ihr Kind ist sehr, sehr selbstbewusst. Denn es hat in dem Moment auf sein Gefühl gehört, gemerkt, es fühlt sich unsicher oder nicht gut und gesagt, ich möchte das jetzt nicht machen. Und das ist für mich Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein heißt, ich rufe eigentlich mich selber an, wie bei einer Auskunft, so erkläre ich das den Kids, ruf dich selber an und fühl mal in dich rein, wie geht's dir denn gerade? Frag dich mal, welches Gefühl ist gerade da? Und vielleicht kannst du auch verstehen, warum dieses Gefühl gerade da ist. Und man darf natürlich, also die Kinder sollen natürlich auch lernen, Selbstsicherheit zu bekommen, um auch einmal Dinge zu tun, die sie vielleicht aus ihrer Komfortzone herausführen. Aber Selbstbewusstsein ist so, auf sein Gefühl zu hören. Und das kann man in dem Sinne auch ganz gut trainieren, auch ihr, liebe Eltern, mit euren Kindern, die dazu begleiten, indem ihr mal auch ein bisschen auf die Kommunikation in eurer Familie achtet und auch den Fokus so ein bisschen in den Gesprächen mal lenkt. Wie ging es dir heute? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hat es mit dir gemacht? Also mal wirklich in Kontakt mit deinem Kind zu gehen und mal wirklich den Tag gefühlstechnisch auch Revue passieren zu lassen. Und ich weiß, dass das viele Eltern oft verunsichert, weil was ist denn dann, wenn es meinem Kind nicht so gut geht in dem Moment? Das ist für die Eltern auch ganz, ganz schwierig, denn wir haben eine Generation, also die Generation, die noch ein bisschen älter ist als ich und meine Generation auch noch so ein Stück weit mit, die haben gar nicht gelernt, in der Tiefe mit Gefühlen umzugehen. Wie lebe ich denn die wirklich? Auch sich alle Gefühle zu erlauben, gehört für mich zu Selbstbewusstsein. Es ist okay, dass ich mal Tage habe, dass es mir nicht gut geht, dass ich auch mal faul sein darf, dass ich auch mal nichts tun darf. Und das ist dann, dass ich das einfach annehmen kann. Also zum einen kann ich es in der Gesprächsführung trainieren und zum anderen kann ich natürlich auch für dieses Selbstbewusstsein spielt das familiäre Umfeld eine extreme Rolle. Also wie seid ihr in der Familie füreinander da? Unternehmt ihr viel? Lacht ihr viel? Ja, also Kinder, die sehr, sehr resilient sind, die haben zu Hause einen ganz sicheren Hafen. Die kommen nach Hause und wissen, hey, hier ist alles safe. Die kommen nicht nach Hause und dann wird die Schulranzen aufgemacht und gemeckert, ah, du hast deine Butterbrotdose nicht weggepackt. Und das habe ich dir schon so oft gesagt. Weil da kommen die Kinder nach Hause und erfahren eigentlich auch gleich meckern wie in der Schule. Und ich sage dann auch immer den Eltern, lasst euer Kind erstmal zu Hause ankommen. Und natürlich kann man das dem Kind sagen und darüber sprechen. Aber es kommt auch immer auf die Art und Weise an, wie ihr das miteinander führt. Und ganz, ganz viel Zeit miteinander verbringen, Abenteuer erleben, kuscheln, kuscheln, kuscheln. Und ja, einfach gute Gespräche auch führen mit den Kindern. Nachfragen, wenn was los ist. Weil dadurch entwickeln die auch so ein Stück weit echte Empathie, die wir brauchen, damit Mobbing in ein paar Generationen aus unserer Gesellschaft verbannt ist. Das geht nur, wenn ich eine echte Empathie habe, wenn ich Gefühle verstehe, wenn ich Gefühle auch beim anderen wahrnehmen kann und verstehen kann, warum die so sind. Denn jedes Gefühl, das wir haben, hat ja einen Grund und dahinter steckt ein Bedürfnis.
Und aus eben diesem Bedürfnis handeln wir ja. Genau. Also im Hinterkopf oder was bei mir gerade für einen Impuls hochkommt, ist einmal, wir haben natürlich einmal das Mobbing-Opfer, ja. Was vielleicht anhand der Resilienz, die Widerstandskraft, etwas weniger hat als vielleicht jemand, der einen Spruch abbekommt und sagt, hier, mein Cappy ist vollkommen fein, ich bin die geilste Person auf der Welt. Ja, das ist jetzt bildlich von. Wir haben aber auch dann entsprechend den Mobber oder die Mobberin, ja, also ja, quasi den Täter. Und auch das, die Person hat ja Muster, ne? Vielleicht fühlt sie sich zu Hause unsicher, nicht gehört, ärgert, ne? Auch das Wertesystem spielt eine große, große Rolle. Ne? Wenn meine Werte in irgendeiner Form verletzt werden, dann empfinde ich Ärger und diesen Ärger, diesen Frust muss ich natürlich irgendwo loswerden. Ja. Wenn ich dafür keinen Kanal habe, suche ich mir halt eine Person, in dem Falle dann im Mobbing, eine Schwächerin oder eine schwächere Person und gehe auf die zu. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn einmal aus, jetzt haben wir einmal die Resilienz für das Opfer. Du hast vielleicht auch mit Menschen zu tun, mit Tätern. Wo sind denn die Ursachen bei den Menschen zu suchen, die die Täter sind, die mobben? Ja, also ich kenne Mobbingkurse, Mobbingpräventionskonzepte, die auch an den Schulen stattfinden, die sehr arg auf die unterschiedlichen Tätergruppen auch eingehen und auch, sage ich mal, Situationen, in denen Streit geschlichtet wird in der Schule und es so dargestellt wird, einer als Täter, einer als Opfer. Und ich habe mich immer gefragt in der Situation, was mache ich denn als Lehrerin dann, wenn ich sage, du bist aber der Täter und du bist nicht gut, so wie du bist und du hast das und das falsch gemacht. In dem Moment habe ich mich selber eigentlich als Mobber für dieses Kind gefühlt. Denn für mich sind Kinder einfach Personen, die handeln nie aus einer bösen Absicht heraus und wenn, dann haben sie es nicht anders gelernt. Jetzt versuche ich anders auf diese Kinder zuzugehen und versuche das auch in meinen Trainings oder in diesen Kursen, in denen ich den Kindern gebe, das gar nicht so zu unterteilen. Es gibt das Opfer und es gibt den Täter. Denn meiner Meinung nach ist jeder irgendwo in seinem Leben Täter und Opfer gleichzeitig. Sondern ich versuche den Kindern zu vermitteln, hey, es ist wichtig, derjenige, der sich so verhält, der so zu dir ist, was glaubst du denn, warum der so ist? Was glaubst du denn, was dem passiert ist, dass der so sein muss? Und wir machen dann auch immer viel so Szenenspiel und ich bin dann nicht die nette Julia, sondern kommt auch mal die motzige, blöde Jessica auf dem Pausenhof, die gerade eine schlechte Note bekommen hat, die total traurig ist, weil ihre Eltern keine Zeit für sie haben, die dann auch immer von ihrer Oma ständig geschimpft wird und so weiter und so fort. Und die Kinder checken total schnell, hey, eigentlich geht es dem Täter überhaupt nicht gut. Der Täter handelt ja nur so, weil er ein Bedürfnis hat. Und wenn ich die Kinder frage, was glaubst du, was hinter so einem Mobber für ein Bedürfnis, also warum Täter so mobben? Was glaubst du, warum? Ja, die wollen Aufmerksamkeit. Ja, die wollen gesehen werden. Das kommt von Drittklässlern. Zweit- und Drittklässler. Das finde ich so beeindruckend. Die checken ganz genau, dass viele Kinder das tun, weil sie halt einfach Aufmerksamkeit wollen. Und wenn die das mal verstanden haben, dann können die da ganz anders drauf zugehen. Und da gibt es bei mir im Training so eine Übung, die heißt Hass mit Liebe begegnen. Und ich versuche die Kinder wirklich so zu stärken, dass die sagen, hey, ich sehe den, ich sehe, was bei dem los ist. Und ich habe jetzt folgende Möglichkeiten. Ich kann mich umdrehen und zu Menschen gehen, die mich lieben. Menschen, die mir Freude machen und ich lasse den einfach stehen und ich gehe einfach oder ich begegne den einfach so und sage den, hey, ich sehe dich und ich finde und ich mag dich. Ich mag zwar nicht, was du gerade zu mir sagst, aber ich mag dich als Mensch und darum geht es, dass wir das differenzieren, dass auch der Täter in dem Moment ja als Mensch ein wunderbarer Mensch ist, nur in dem Moment sein Verhalten nicht. Und das können wir manchmal nicht differenzieren, weil wir selber dann so getriggert sind in einer Emotion, dass wir manchmal selber aus unserer Emotion zurückhandeln. Und dann ist es so ein Hin und Her. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das den Kindern mitzugeben, weiterzugeben, dass auch die Täter wunderbare Menschen sind, bloß dass sie sich in dem Moment nicht richtig verhalten und dass es dir auch mal passieren kann und du dann froh bist, dass die Menschen das bei dir auch erkennen. Jetzt hast du als Zielgruppe beziehungsweise ne, auch die Initiative richtet sich ja primär an Kinder.
Jetzt ist ja Mobbing nicht irgendwie mit 18 gegessen und sagen, okay, jetzt bin ich erwachsen oder größer, älter. Wir haben ja auch Mobbing sehr häufig in Erwachsenenkreisen. Ja. Zum Cybermobbing kommen wir gleich noch. Gerade bei Erwachsenen spielt ja das Thema Meinung mache eine große, große Rolle. Wo siehst du denn da, ähnlich wie bei den Kindern, die Thematiken? Ne? Der Mobber möchte vielleicht gesehen werden und dem Erwachsenen, der gemobbt wird, dem fehlt die Resilienz? Oder welche Sachen spielen hier bei Erwachsenen noch weitere Rollen? Ja, das sind unterschiedliche, würde ich sagen. Also man darf sich ja einfach nur die Frage stellen, das habe ich übrigens auch. Ich bin auch so, dass ich gerne, sag ich mal, dass alle Menschen meiner Meinung sind. Ich frage mich dann in dem Moment immer, warum ist es mir so wichtig, dass meine Meinung jetzt richtig ist? Oder warum ist es mir so wichtig, dass jetzt alle meine Meinung gut finden? Und dann lerne ich wieder was über mich. Weil es hat ja in erster Linie auch was mit mir zu tun, wie ich die Dinge sehe. Und ich habe für mich auch verstanden, dass wir alle einen unterschiedlichen Blick auf die Welt haben. Und ich bin auch immer noch dabei zu lernen, immer die Menschen so mit ihrer Welt sich zu akzeptieren, auch wenn sie nicht meiner eigenen Wahrheit oder Wahrgebung, sage ich ja gerne, nicht Wahrnehmung, sondern in meiner Wahrgebung, also wie mein Blick halt auf die Welt ist. Und es kann unterschiedliche Gründe haben. In der einen Seite ist es natürlich auch, dass wir gerne Aufmerksamkeit haben. Auf der anderen Seite ist es auch, dass wir gerne Recht gesprochen bekommen, also dass man mir Recht gibt und ich somit als Person bestätigt werde. Also dass ich eigentlich so Anerkennung und Bestätigung von außen mir hole. Und das, glaube ich, tun viele Menschen auch, was ich so mitbekomme im Coaching auch, weil sie sich sie oft selber nicht geben können. Und dann ist halt die Frage, warum ist mir das von außen so wichtig, dass mir andere Menschen die Bestätigung oder die Zustimmung geben, weil ich sie mir selber nicht geben kann. Und wie kann ich dieses Loch in mir, sage ich mal, selber füllen und wie kann ich vielleicht auch mein inneres verletztes Kind einfach selber, meinem inneren verletzten Kind selber Recht geben und sagen, deine Meinung ist richtig und wichtig. Und ich glaube, dass wir einfach auch in der Vergangenheit viele Situationen erlebt haben, auch aus der Erziehung oder der Schule, dass uns oft auch Dinge abgesprochen wurden und wir so unsicher wurden und so oft dieses Loch in uns entstanden ist. Und auch den Erwachsenen gebe ich immer wieder Tipps, wie sie mit Meinungen umgehen können. Und das ist zum einen, ich frage mich immer, ist das wichtig, was der jetzt zu mir sagt? Also gerade wenn jetzt jemand außen mir ein Feedback gibt oder eine Kritik oder mich als irgendwas bezeichnet, auch im Kindertraining sage ich, wenn die Kinder sagen, ja, der sagt Spaß zu mir, sage ich, okay, weißt du, was das ist? Ja, ist das richtig, dass du das bist? Nein. Ist das wichtig, was der sagt? Nein. Also zweimal Nein, abhaken, weitergeben. Also, dass du das für dich selber entscheidest oder erkennst, das ist nicht wichtig. Und auch Erwachsenen sage ich, ist das wichtig, was der zu dir gesagt hat? Findest du, dass es richtig ist? Nein. Und dann kommt manchmal so ein Thema, ich fühle mich aber trotzdem ungerecht behandelt, wenn der das draußen rum erzählt, sage ich, okay, aber warum ist dir das wichtig? Und dann kommt auch so ein bisschen mit dieses Kollektivthema, was wir immer noch so haben, es ist wichtig, was andere über mich denken, das spielt da auch eine Rolle. Das vermischt sich manchmal so. Aber sich erstmal abzugrenzen von Meinungen oder wenn ich es mir vorstellen kann, Meinungen auch anzunehmen, dass ich einfach in ein Gespräch auch nicht gehe mit der Haltung. Ich finde die Haltung immer wichtig, warum ich in ein Gespräch gehe. Gehe ich mit der Haltung in ein Gespräch, weil ich jetzt super, super spannend finde und mich austauschen will und wachsen will und mein Weltbild erweitern will und auch einfach neugierig bin, warum jemand anders diese Dinge so tut, wie er sie tut. Oder ob ich in eine Unterhaltung gehe, weil ich eigentlich doof finde, was der andere macht und ihm meine Sicht aufdrücken will. Und das ist auch mal spannend zu prüfen, mit welcher Haltung gehe ich eigentlich ins Gespräch rein. Und das Dritte, wie gehe ich mit Meinungen um, ist auch erstmal, dass ich für mich einatme, ausatme, also wirklich so in die Ruhe komme. Erstmal mir einen Moment Zeit gebe und nicht sofort, ich muss nicht sofort antworten, ich muss auch nicht sofort auf was sagen. Ich kann auch sagen, du, ich sag dazu gleich was, ich möchte jetzt erstmal kurz für mich sein.
Also auch den Kindern sage ich das, du musst nicht sofort agieren. Wenn du dich gerade auch nicht gut fühlst, dann wart doch den Moment. Dann verbind dich wieder mit dir, geh in die Atmung rein, atme in dein Herz, sei bei dir und dann führen das Gespräch weiter. Und dann können wir auch ganz viele Konflikte, glaube ich, im Vorhinein entschärfen oder Ja. Meinungsverschiedenheiten. Genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du, also der zweite Punkt, ne, mit welcher Haltung gehst du in ein Gespräch hinein? Wenn ich mir selbst klar bin, warum oder weshalb möchte ich mit dieser Person sprechen, möchte ich sie überzeugen, dann werde ich alle Argumente auspacken, die ich habe, oder möchte ich einen Meinungsaustausch haben, möchte ich etwas lernen von der gegenüber liegenden Person. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn die Person eine andere Meinung hat. Weil wir haben alle unterschiedliche Realitäten. Also jeder hat ein unterschiedliches Wertesystem, jeder hat ein unterschiedliches Wissen, Erfahrungen und keiner weiß alles. Ja, also auch das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und zum Beispiel gerade als Corona losging, ne, sind ja Meinungen aufgeploppt. Jeder war auf einmal Virologe und Immunologe. Bevor ich in ein Gespräch reingegangen bin, habe ich immer überlegt, okay, was kann ich aus diesem Gespräch lernen? Was kann ich mitnehmen? Und wenn jemand dann anfing, seine Argumente, ne, manchmal kochte das ja dann hoch, zu Cyber kommen wir dann gleich noch zum Netz, dann habe ich mir überlegt, was möchtest du denn mir eigentlich gegenüber? Also möchtest du mich überzeugen oder möchtest du deine Überlegungen preisgeben? Und da, wenn ich diesen Satz ausgesprochen habe, möchtest du mich überzeugen oder deine Überlegungen preisgeben, kann man sehr, eigentlich versuche ich dich gerade zu überzeugen. Ja, aber was ist denn die Intention dahinter? Ne? Und dann driftete das Thema natürlich dann ab. Dann war nicht mehr das eine, sondern eher Kommunikation und auch Inhalt der Kommunikation das Thema. Aber das wäre ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ne? Mit welcher Haltung gehe ich in ein Gespräch hinein? Oder einfach auch mal zu fragen, warum, ja genau, warum erzählst du mir das eigentlich? Einfach mal, wenn man merkt, hey, da habe ich auch tatsächlich jetzt mal einen Zahnarzt gefragt, einen neuen Zahnarzt, zu dem ich hingekommen bin, der mir gleich seine ganze Weltsicht und zum Röntgen und keine Ahnung was erzählt hat, nur weil ich gesagt habe, ich möchte heute kein Röntgen. Keine Röntgenaufnahme. Ich habe dann einfach gefragt, warum erzählen Sie mir das jetzt? Warum lassen Sie das jetzt alles an mir heraus? Nur weil ich das jetzt heute nicht möchte. Einfach, das ist wie so eine Musterunterbrechung. Einfach mal nachzufragen, warum laden Sie das jetzt oder warum erzählen Sie das jetzt bei mir? Und ich sage auch immer, du musst ja auch nicht alles anhören. Du darfst dich auch abgrenzen. Du darfst auch sagen, danke, ich möchte dieses Gespräch beenden. Für mich reicht es jetzt hier. Also ich muss auch nicht aus Höflichkeit weitermachen, denn es ist auch Selbstbewusstsein, dass ich auf mein Gefühl höre und weiß, was für mich gut ist und was nicht. Und für mich war auch dieses eine Thema des letzten Jahres irgendwann einfach zu viel. Und ich habe dann auch gemerkt, mit vielen Menschen tausche ich mich zu diesem Thema gar nicht mehr aus. Und ich sage das einfach klar und direkt, weil für mich hat das kein wachsenden Effekt. Für mich hat es auch kein Austauschwert, sondern für mich ist es einfach, ich werde belehrt und dann darf ich auch für mich sagen, ich möchte das jetzt nicht. Und da mit dir verbunden sein, auch bei den Kindern, die dürfen auch sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht. Und dann hat der andere das auch zu akzeptieren. Und das ist auch so ein Punkt, der manchmal mit einfließt, wo sind denn meine eigenen Grenzen? Darf ich meine eigenen Grenzen stecken? Und wie kann ich denn die Grenzen stecken? Weil wir oft, sage ich mal, den Kindern Grenzen setzen, so um sie rum, wie das Kind in so einem Viereck, kann man sich das vorstellen, so zeichne ich das manchmal. Ihr hört es ja jetzt nur. Und ich finde eigentlich, dass wir in der Erziehung die Kinder so begleiten sollen, dass die sehen, ach, ich stecke auch Grenzen um mich selber. Und das Kind steckt dann seine Grenzen auch für sich. Nicht, dass ich ihm immer alles überstülpe. Und dann ist es auch so ein natürlicher Prozess, den das Kind entwickelt, was ihm halt auch zu Selbstbewusstsein verhilft und zu einer gewissen Resilienz auch, weil es genau weiß, ah, hier sind meine Grenzen, da fühle ich mich gut, das möchte ich nicht. Und ich darf das ganz klar kommunizieren und ich bin deswegen kein schlechterer Mensch. Und das ist ganz wichtig, weil das wirst du vielleicht auch kennen. Denn wenn wir das nicht tun und immer unsere Grenzen überschreiten, dann macht es uns irgendwann krank. Weil dann reagiert auch unser Körper irgendwann drauf, weil ich ja immer über meine eigene Grenze gehe. Und warum tue ich das? Warum kann ich meine Grenze nicht wahren? So.
Und das ist auch in der Kommunikation gegenüber, wenn wir jetzt wieder den Bogen spannen zum Thema Mobbing, auch ganz wichtig, dass ich auch die Kinder da stark mache, dass die sagen, hey, ich möchte das nicht, warum sagst du das zu mir? Ich bin das nicht. Und wenn der natürlich weitermacht, weil er provozieren will, sagt dann den Kindern auch, sie haben halt, der hat halt eine gewisse Ärgerbatterie. Und die Ärgerbatterie ist vielleicht 80% aufgeladen, vielleicht manchmal 100%. Das heißt, manchmal kann er eine Stunde lang ärgern, manchmal kann der auch nur 30 Minuten ärgern. Also wie aufgeladen muss deine Ruhebatterie sein, wenn der 30 Minuten Ärgerbatterie hat? Und dann sagen die Kinder, 35 Minuten. Sag ich, super. Du musst einfach nur ein paar Minuten länger durchhalten als der dich ärgert. Der hat doch gar keine Lust mehr, dich zu ärgern. Für den ist das doch uninteressant, weil Menschen, also Mobber, ärgern doch gerade dann, wenn die wissen, du flippst völlig aus. Dann macht das so richtig Spaß. Wenn der ausrastet oder wenn der total am Heulen ist oder wenn der einfach einknickt, dann fühlen die sich ja richtig groß. Was ich das ja nicht gutheiße, aber es ist ja auch für die Kinder mal wichtig zu verstehen. Wenn du cool bleibst, wenn du ruhig bleibst, wenn du einfach gehst und es einmal klar kommunizierst, auch wenn er dich auf dich hört, du sagst es so lange, bis er aufhört. Auch wenn du da stehst wie ein Depp und es 100-mal sagst und das trainieren wir, der hört auf. Der lässt es sich keine 100-mal sagen, dem ist das irgendwann zu dumm. Also wenn der wirklich Kinder, das machen wir auch, wenn was weggenommen wird, wenn dann ein Kind den Ball weggenommen wird und es steht dann da, und sagt einfach wirklich 10 Mal in einer starken Energie, gib mir den Ball bitte zurück. Gib mir bitte den Ball zurück. Und ich sage den exakt gleichen Satz nochmal. Gib mir bitte den Ball zurück. Das hört er sich keine 1000 Stunden an. Der schmeißt den Ball zurück und Ende ist. Und dann können die super Streitereien selber klären. Und das führt auch wieder zu Selbstbewusstsein, weil sie haben auch ein Erfolgserlebnis dann. Und auch wir Erwachsenen können das so machen. Einfach klar kommunizieren und mich auch im richtigen Moment abgrenzen. Ja. Jetzt würde ich gern die Überleitung mal zum Cybermobbing schaffen. Ja. Weil wir sprechen ja jetzt davon, ne, ich sehe eine Person, das Kind hat mir den Ball weggenommen, ich stehe der Person gegenüber und kann der Person jetzt 10-mal sagen, gib mir bitte den Ball zurück oder gib mir den Ball zurück. Ja. Jetzt sind wir ja auch digital unterwegs, Instagram, Facebook und was es nicht alles Schönes gibt, wo man deine Meinung äußern kann oder sagen, hey, ich piek's da mal eine Wunde rein, was vielleicht augenscheinlich eine Wunde sein könnte. Ja. Wo ist denn jetzt die größte Tücke zwischen Schulhof und Instagram, Facebook, digitalem Leben? Also meiner Meinung nach ist natürlich die größte Lücke erstmal, dass wir uns nicht mehr, also auf dem Pausenhof 1:1 würden viel weniger Kinder tatsächlich ärgern und mobben und es würden auch viel weniger Kinder Mitläufer sein. Im Netz ist das was anderes, weil die Hemmschwelle viel niedriger ist. Das heißt, wir haben im Netz eigentlich eine neue Tätergruppe in dem Sinne, dass auch Kinder, die sich sonst nicht trauen, etwas öffentlich zu sagen oder jemand öffentlich klein zu machen, haben die Hemmschwelle im Netz nicht und tun es dort trotzdem. Weil sie tun es gerade da, weil sie es auf dem Pausenhof nicht tun würden. Das heißt, es ist im Netz mehr Hass eigentlich unterwegs gefühlt als auf dem Pausenhof. Und es ist in dem Sinne wichtig, dass ich mit meinem Kind auch darüber spreche, dass ich auch beobachte als Eltern, was macht mein Kind im Netz, dass ich einfach da dabei bin. Und da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die man auch als Eltern tun kann. Zum einen gibt es natürlich, es ist ganz, ganz wichtig, sagen wir von Stark ins Neue auch, dass du die Welt deiner Kinder kennst. Das heißt, schau dir die App vorher an, die dein Kind hat. Das Schwierige ist auch leider, dass die Apps gerade für Kinder programmiert werden. Das heißt, die sind schön bunt und glitzernd und da laufen Einhörner rum und die schauen alle süß aus. Und das Kind fühlt sich in dieser virtuellen Umgebung unfassbar wohl. Und was tun wir, wenn wir uns richtig wohlfühlen? Wir geben natürlich mehr von uns preis. Also unser Vertrauen auch in fremde Personen, wo wir gar kein Bild haben und so weiter. Das ist natürlich die größte Gefahr, dass Kinder sich dort sehr, sehr öffnen. Ja?
Auch wenn man ihnen sagt, hey, und wenn du kein Foto gesehen hast und keine Ahnung was, das ist die nächste Gefahr, dass wir hier sehr viele Fake-Profile einfach haben, sehr viele unschöne Nachrichten und Fotos, die sofort verschickt werden, ohne dass ein Kind irgendwie vorgewarnt wird, dann so ein komisches Foto offen hat. Cyber-Grooming nennt sich das auch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ich von den Kindern sehr mitbekommen habe, sind die Klassenchats. Also wirklich die Chatfunktionen in Apps. Und ich habe es mitbekommen, dass meistens ab der 5. Klasse es immer irgendwie einen Klassenchat gibt. Und dann gibt es auch manchmal kleinere Chats daneben. Also nicht die ganze Klasse, sondern da gibt es halt nur die und da gibt es nur die. Und dass in diesen Chats auch oft doofe Dinge geschrieben werden. Und was in diesen Chats eben auch eine große Herausforderung ist, das wissen wir selber von uns, dass in Chats ein Großteil der Kommunikation verloren geht. Denn wenn wir jetzt miteinander sprechen, du siehst mich, du hörst mich, du siehst, wie ich artikuliere, ich kann noch etwas nacherklären, du hörst den Ton von meiner Stimme. Und ich habe jetzt erst ein Mädchen gehabt, das mir geschrieben hat und hat gesagt, ja, das und das wurde im Chat geschrieben und sie war dann total fertig und das hat sie tagelang eigentlich mitgenommen. Und das ist ja das Schlimme. Das ist das Schlimme und das ist das, warum ich das mache, dass so ein doofer Satz so viel in dem Kind macht, dass es tagelang, wochenlang fast schon, also ich will nicht sagen depressiv, aber einfach unfassbar schwere, schlechte Gefühle hat und die mit sich rumträgt. Weil es sich auch nicht weiß, wo es sich hin anvertrauen kann oder nicht weiß, wie es damit umzugehen hat, weil es vielleicht auch die Eltern nicht mitbekommen. Und warum es die Eltern oft nicht mitbekommen, und jetzt, liebe Eltern, Ohren, Ohren auf, die Kinder trauen sich Eltern oft nicht an, weil sie Angst haben, dass ihnen das Handy dann weggenommen wird. Das ist die größte Angst der Kinder, gerade im Jugendalter. Wenn die sagen, ja, im Chat ist das und das und das, dann sagen die Eltern, ah, oh, ist mir zu anstrengend, ah, jetzt ist, wir nehmen dir halt mal dein Handy weg. Und das Handy, sind wir mal ehrlich, wird auch oft als Druckmittel eingesetzt, was ich auch nicht tun würde. Ich würde das so rahmen, dass das Telefon, dass das Handy erstmal so lang wie möglich von den Eltern mitgenutzt wird. Dass die Kinder erstmal so lang wie möglich kein eigenes Handy haben und erstmal so an diese Medienwelt herangeführt werden. Denn da habe ich als Eltern einfach noch so ein bisschen die Kontrolle drüber. Da kann ich ein bisschen mitschauen. Da kann ich meinem Kind auch was erklären. Da kann ich einfach auch ein paar Apps sperren. Und wenn es dann soweit ist, dass das Kind unbedingt das eigene Handy braucht und kriegt und auch von den Eltern haben soll, dann ist es ganz wichtig. Ich empfehle, stellt die Chatfunktionen in den Apps aus und stellt einfach, es gibt bei Google nennt sich das, glaube ich, Family Link, so eine App-Freigabe. Also ihr könnt bei den Handys der Kinder genau einstellen, was dürfen sie damit machen, wie viele Minuten darf das Internet an sein, welche Apps dürfen sich öffnen, welche Apps dürfen überhaupt runtergeladen werden. Und auch hier würde ich als Eltern empfehlen, immer die Kinder in die Eigenverantwortung zu nehmen. Lasst euch doch erstmal erklären, warum das Kind jetzt diese App will. Was hat es von dieser App? Und was glaubt es, was in dieser App passiert? Also da erstmal das Gespräch auch zu suchen. Ich finde, das trägt ganz, ganz extrem zu einer gesunden Medienkompetenz bei. Und auch das, was wir vorher gesprochen haben, diese Sozialkompetenz, ist für mich Grundlage für eine gute Medienkompetenz. Denn wenn ich selbstbewusst bin, ich bei mir sein kann, ich weiß, wie ich mit Meinungen umgehen kann, ich weiß, wie ich Streitereien selber klären kann, dann ist das die beste Voraussetzung für eine Medienkompetenz. Weil oft lassen wir die Kinder dann ins Netz und ans eigene Handy und die sind total unsicher schon auf dem Pausenhof. Das wird natürlich im Netz nicht einfacher für das Kind. Im Gegenteil, da ist es 24 Stunden sieben in diesem Chat drin. Und ich sage den Eltern immer ganz krass, das Mobbing geht unter die Bettdecke deines Kindes. Wenn dein Kind sein Handy mit in sein Zimmer nehmen kann und es dann abends dann noch rumdotteln kann, dann geht das Mobbing unter die Bettdecke deines Kindes. Und das ist eben diese Dramatik, die wir früher nicht hatten. Denn Kinder haben halt einfach den sicheren Hafen zu Hause gehabt und sind von der Schule nach Hause gekommen und da hat das Mobbing eigentlich geendet. Da haben sie nur noch die Freunde getroffen, die gut für sie waren und so weiter. Und jetzt nehmen sie halt das Mobbing eigentlich quasi mit nach Hause. Deswegen ist es so wichtig,
liebe Eltern, dass ihr da aufpasst und dass ihr einfach euer Kind da an die Hand nimmt. Und ja, das kostet Zeit und ja, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ja, ich muss auch viele Apps neu lernen, die ich eigentlich gar nicht brauche und wo ich gar keine Lust drauf habe, mich selber mit auseinandersetzen. Aber ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass wir die Welt der Kinder kennen, weil sonst können wir sie darin nicht begleiten. Also die App, die du gerade erwähnst, die kenne ich auch. Die hatte ich selbst sogar auf mein Handy eine Zeit lang mal installiert. Einfach um zu tracken und zu schauen, hey, wie lange nutze ich mein Handy? Welche Apps möchte ich installieren? Welche Seiten möchte ich vielleicht in bestimmten Zeiten erst gar nicht aufrufen können oder Apps aufrufen können? Also da hat jetzt mal Werbung für Google, unbezahlte Werbung, ja, echt ein grandioses Tool geschaffen, einfach für die Transparenz. Und du kannst ja mit deinem Kind, du musst ja nicht sagen, hey, ich gebe dir jetzt das Handy und das darfst du, sondern man kann die Regeln ja auch mit den Kindern gemeinsam genau, festlegen. Darum geht es. Ja. Also so eine Art Mediennutzungsplan, sage ich mal, für die ganze Familie, dass ihr euch einfach mal überlegt, was ist okay, was erlaube ich, auch mal drüber zu sprechen, hey, wie ist das eigentlich, wenn da Fotos im Netz landen? Weil sobald, also ich sage den Kindern dann auch, wenn du möchtest, dass, wenn das okay für dich ist, dass dieses Foto, das du in deinem Status drin hast oder in deinem Profilbild oder das du irgendwo verschickst, wenn das okay für dich ist, dass es beispielsweise in Lidl oder Aldi an jeder Kasse groß hängt, wenn das okay für dich ist, dann kannst du es rumschicken. Weil sobald ein Foto öffentlich einsehbar ist, kann ich ja mit einem Screenshot das klauen, verunstalten und weiter verschicken. Das ist möglich. Also nur einfach zu wissen, das ist möglich. Und das ist auch wichtig für die Kinder zu wissen, dass sie sich vorher Gedanken machen, welche Fotos von mir gebe ich überhaupt raus? Was dürfen die anderen Menschen von mir sehen? Und das einfach einzugrenzen, weil dann kann natürlich auch viel weniger passieren, wenn ich weniger Sachen rumschicke. Genau. Jetzt haben wir einmal, ich kann eine App installieren als Elternteil oder auch als Erwachsener für mich selbst, um eine gewisse Kontrolle zu haben. Eine Frage aus der Community ist unter anderem, kann ich überhaupt etwas dagegen tun bezüglich Anonymität? Jetzt sehe ich da jemanden, der im Chat was reinschreibt. Jetzt weiß ich ja, da steht vielleicht sogar ein Name, der nachvollziehbar ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Person da sich im Hintergrund verbirgt. Also zwei Fragen ergeben sich daraus. Ja. Kann ich überhaupt was gegen diese Anonymität tun? Und kann ich mich irgendwie rechtlich gegen Mobbing schützen oder auch gegen einen Täter vorgehen? Also, das ist jetzt ein Riesenthema. Also zum einen, es ist sehr, sehr schwierig, das kann ich vorweg mal sagen, denn das Internet ist ein quasi rechtsfreier Raum zurzeit noch. Es gibt viel zu wenig Gesetze, die uns da schützen und die Konsequenzen aufzeigen für Täter oder Leute, die irgendwas posten oder Falschnachrichten oder keine Ahnung was. Das ist einfach gerade noch nicht da. Das, was ich tun kann, ist, sobald ich sehe, dass etwas geschieht, was meine Persönlichkeitsrechte verletzt, weil etwas über mich verbreitet wird, gesagt wird, ein Foto verunstaltet wird, ganz wichtig, nicht aus diesem Chat austreten, weil sonst bekommt ihr den weiteren Verlauf nicht mit. Ganz wichtig, es gibt auch eine App, die heißt Atomshot. Ihr könnt darüber alles dokumentieren, die zeichnet, könnt von solchen Geschichten Beweise erstmal sammeln. Und am besten wendet ihr euch an eine Stelle, die mit euch das persönlich, den persönlichen Fall erstmal durchspricht. Denn in den wenigsten Fällen macht es leider Sinn, zur Polizei zu gehen. Und bevor man direkt sich an die Polizei wendet, die eh überlastet ist und mega viel Arbeit hat, macht es erstmal Sinn, auch gerade zum Medienbeauftragten in der Schule anzusprechen. Also da gibt es ganz, ganz viele. Es gibt auch im Internet eine Nummer gegen Kummer und so weiter. Da kann man sich informieren. Da könnt ihr anrufen, da könnt ihr sagen, was ist geschehen. Das sind Experten, die sind geschult für sowas. Die können einschätzen und können euch sagen, wie ihr weiter handeln sollt. Das kann ich jetzt nicht, denn es gibt einfach eine zu große Bandbreite. Ich kann nicht sagen, okay, wenn das passiert, dann müsst ihr das, das und das machen und so vorgehen, weil das so individuell ist. Deswegen ist es wichtig zu wissen, ihr meldet euch einfach an der Stelle oder bei einer Person eures Vertrauens, die sich auskennt und die sagt euch, was ihr tun sollt. Auf jeden Fall dokumentieren, nicht aus der Gruppe rausgehen und
informieren und im blödsten Fall, sage ich jetzt, oder im schlimmsten Fall, wenn das dann möglich ist, auf jeden Fall zur Polizei gehen, dass das strafrechtlich verfolgt werden kann. Wenn ihr noch mehr Wissen und Interesse habt, dieses Thema über dieses Rechtliche, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, wir haben ein ganz, ganz tolles Interview aufgenommen mit einem Rechtsanwalt, der ist auf unserem YouTube-Kanal Stark ins Neue zu finden. Das ist ein ganz tolles Interview, das haben die Niki Tuschel und die Claudia Hannemann mit dem geführt. Und der erklärt da in 40 Minuten oder einer halben Stunde super, welche Gesetze aktuell da sind, welche greifen und welche nicht. Da könnt ihr euch zusätzlich informieren. Genau. Also verlinke ich euch natürlich alles auch in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann auch schlau machen, ne? Also die App von Google oder auch Atomchat, die App hast du gemeint, ne? Die verlinke ich euch aber auch YouTube-Kanal. Also schaut da gerne unten drunter. Da findet ihr alle weiteren Hinweise und Links, die euch weitere Informationen geben. Eine Frage wäre noch offen, und zwar: Angenommen, und das ist vielleicht manchen gar nicht so bewusst, ich werde gemobbt, ob als Kind oder Erwachsene. Ja. Welche Folgen kann dieses Mobbing haben? Weil ich habe so aus Literaturrecherche und auch Ausbildungen immer wieder, dass ein Gemobbter auch mal schnell zum Mobber werden kann. Ja. Hast du da eventuell noch so die Hintergründe, was passiert mit einem Kind, was ständig gemobbt wird? Was könnten die Folgen davon sein? Ja, also die Folgen sind sehr unterschiedlich und können sehr, sehr ins Extreme gehen. Also es gibt die Cyber-Life-Studie, die hat es sehr gut dargestellt, was bei Kindern so passiert. Viele Kinder driften in Süchte ab, ob das jetzt exzessives Spielen am PC ist, ob das Alkohol ist, ob das Drogen ist, einfach um sich abzulenken. Es ist eine Flucht in eine andere Welt. Es gibt aber auch die körperlichen Folgen. Viele gleichen es auch aus durch Essen oder durch Nichtessen. Also jeder verarbeitet es anders. Also es gibt auch körperliche Folgen. Und psychisch braucht man gar nicht reden. Es ist total krass, was das eigentlich mit einem Kind macht. Wenn du mal drüber nachdenkst, wenn dein bester Freund dir mal was Heftiges sagt zu dir, mit dem du nicht einverstanden bist oder was dich sehr verletzt, plötzlich, was das mit dir macht, wie lange du darüber nachdenkst. Und die erste Reaktion ist bei den meisten Menschen, dass sie erstmal gegen sich selbst gehen. Was heißt das? Gegen sich selbst gehen heißt, habe ich jetzt wirklich was falsch gemacht? Bin ich jetzt wirklich nicht so gut? Was stimmt nicht mit mir? Was ist falsch an mir? Und dann fängt man so an, sich selbst zu verurteilen. Und je länger ich das natürlich mache, desto krasser sind die Folgen. Jetzt kann man aber natürlich sehr, sehr gut drüber vorbeugen, weil man einfach, ja, allein wenn die Kinder so einen Kurs machen würden oder wenn wir mit den Kindern drüber sprechen und einfach auch wirklich die Basis schaffen, dass unser Kind mit uns über alles sprechen darf und es auch keine Angst haben muss, wir nehmen das Handy weg oder wir schimpfen es oder wir verurteilen es, sondern wenn wir so eine liebevolle Basis haben, dass wir über alles sprechen können, dann können wir das sehr, sehr viel vorbeugen. Und wenn das Kinder halt sehr, sehr lange mit sich selber machen, dann kann es natürlich auch zu einer Depression und psychischen Schäden natürlich führen. Dass das Kind irgendwann keine Lust hat, mehr aufzustehen, in die Schule zu gehen, kann Ängste entwickeln. Also Schulangst, was weiß ich. Also es gibt die unterschiedlichsten Ängste, die sich auch daraus entwickeln können. Und die setzen sich halt so in unserem Leben oder in uns fest, in unserem Körper, bis die verarbeitet sind und bis die aufgelöst sind. Und die können in unserem späteren Leben, selbst wenn das Mobbing schon lang vorbei ist. Ich hatte jetzt auch wieder ein Coaching mit einer jungen Frau, die etwas fülliger ist. Und im Coaching ist dann aufgetaucht, dass ihr Onkel damals zu ihr gesagt hat, den sie übrigens sehr geliebt hat, also den sie ganz toll fand, dass sie zu fett ist. Und das ist eine unglaubliche Verletzung in ihr gewesen. Und deswegen hat sie sich heute gar nicht so erlaubt, auch für sich einzustehen und auch mal zu sagen, hey, stopp, was du zu mir sagst, ist nicht richtig. Und das können auch so Folgen sein im späteren Erwachsenenalter, dass wir uns dann nicht trauen, Dinge zu sagen, für uns einzustehen oder unser Leben auch so gestalten, wie es eigentlich für uns gut wäre.
sondern wir leben dann ein Leben, das fremdbestimmt ist aus unseren vergangenen Emotionen auch heraus, was gar nicht zu uns passt oder gar nicht gut, uns gar nicht gut tut, wo wir eigentlich fühlen, boah, ich möchte eigentlich jetzt was anderes und ich möchte diese Anstellung gar nicht mehr, aber ich kann mich von der Anstellung nicht lösen oder nicht trennen, weil dann fehlt mir die Sicherheit und ich weiß selber, bin ich niemand oder kann ich nichts, weil ich habe es damals tausendmal gehört. Also das können die unterschiedlichsten Verknüpfungen sein, die Mobbing auslösen kann. Also vom kleinen Fall, sage ich mal, zum Extremen hin. Deswegen ist es so wichtig, dass wir drüber reden. Deswegen toll, Carsten, dass du heute hier den Raum auch aufmachst für dieses Thema. Ja. Ja, also ich denke, das hören die Leute oder Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer auch, dass das Thema enorm wichtig ist, dass ein Potenzial dahinter steckt. Und du hast ja jetzt schon ganz viele Impulse geliefert, ne? Also von Selbstbewusstsein stärken, Kommunikation, was steckt dahinter, wenn ich zum Mobber werde? Wie kann ich ein Kind vor Cybermobbing schützen? Da hast du auch Apps genannt. Jetzt sagt sich der eine oder andere vielleicht, ich möchte mehr erfahren. Das habt ihr ja mit dir unter anderem die Initiative Stark ins Neue gegründet. Was ist das? Du hast vorhin schon ein paar Präventivkurse, Präventionskurse erwähnt. Was ist das und wie kann ich euch unterstützen und mit euch Kontakt aufnehmen? Ja, Kontakt aufnehmen am besten über Instagram oder Facebook. Da haben wir Seiten. Oder du schreibst uns in unserem YouTube-Kanal einen Kommentar. Wir schauen, dass wir immer alles bearbeiten. Wir haben auch eine eigene Homepage, www.starkinsneue.de, über die du auch Kontakt aufnehmen kannst. Im Endeffekt sind wir ein Zusammenschluss aus Resilienztrainerinnen, Mamas, Pädagogen, unterschiedlichste Leute, die einfach über dieses Thema Bescheid wissen, die auch eine tolle Ausbildung gemacht haben, die ja, denen einfach das wichtig ist, Kindern anderes Wissen mitzugeben, damit sie stark aufwachsen, frei aufwachsen und nicht so eingewickelt sind in den Dingen und diese Situation, die wir vielleicht auch damals erlebt haben in der Schule, ja, umgehen können und selber nicht mitmachen müssen. Und wir planen jetzt im September wieder ein Event. Es wird auch wieder sehr, sehr spannend werden. Es wird diesmal ums Thema Lernen gehen, weil ich das auch sehr, sehr wichtig finde und da auch einiges an Aufklärung notwendig ist. Und wir suchen uns einfach immer Aktionstage heraus, Themen, die gerade auch spannend sind, die Leute von uns auch, die mit uns schon im Kontakt sind, einfach sagen, das wäre super spannend. Eben aus unserem Mobbing ist dann Cybermobbing entstanden, weil die Eltern und die Trainer, die da auch mitwirken, gesagt haben, Mensch, lass uns doch dieses Mobbing noch mehr groß machen, es bekannt machen und lass uns speziell auch auf Cybermobbing eingehen. Und du kannst uns sehr, sehr gerne unterstützen, indem du einfach von uns erzählst und sagst, dass es uns gibt, auch gerne unsere Inhalte teilst. Wir schauen einfach, dass wir wirklich an Eltern, Pädagogen gute Impulse rausgeben, damit ihr eure Kinder unterstützen könnt, damit sie stark aufwachsen. Denn das ist uns das größte Anliegen, dass die Kiddies einfach das größte, schönste und glücklichste Leben haben und nicht sich erstmal tausendmal auswickeln müssen, bis sie diese Person, diese starke Persönlichkeit sind, sondern dass sie einfach gleich schon ihr Potenzial früher entfalten können. Genau. Als verlinke ich euch natürlich auch alles in die Shownotes, neben den Apps, aber auch entsprechend YouTube-Kanal, auch die Website. Ne? Schaut euch das gerne an und nehmt auch gerne bei dem einen oder anderen Event teil. Nehmt mit Julia Kontakt auf, wenn ihr da mehr erfahren möchtet. Und wenn ihr mit Julia Kontakt aufnehmt, dann bestellt die Grüße von Carsten und weiß auch, da war was mit dem Interview. Ja, gerade ja. Das Thema Mobbing ist wahnsinnig präsent. Und wie du eingangs erwähnt hast, das Ziel ist, Mobbing zu streichen, ne, dass keiner mehr gemobbt wird. Oder wir steigern von jedem so derart die Resilienz, dass Mobbing überhaupt kein Thema mehr ist. Genau, beide Seiten braucht es, damit wir das Thema lösen können, denke ich. So die eigene Arbeit an uns, dass wir anders damit umgehen können. Und dann natürlich auch die Arbeit in diesem gesellschaftlichen Verständnis, sage ich mal.
Denn wir selber, wenn wir uns gut fühlen, brauchst du nur selber nochmal nachdenken, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir in unserer Energie sind, in unserer Kraft sind, unser Leben in Freude führen, dann fällt uns doch nicht ein, zu anderen Menschen doof zu sein oder sie klein zu machen oder ihre Träume platzen zu lassen und zu sagen, wenn sie uns irgendwie eine tolle Idee erzählen, hey, das kannst du aber nicht schaffen und das geht aber nicht und ich glaube, du kannst das nicht und keine Ahnung was. Sondern ich glaube, wir machen immer dann Menschen klein, wenn es uns selber nicht gut geht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir selber mitwachsen. Deswegen schön, dass du da warst und dass du dem lieben Carsten folgst bei seiner großartigen Arbeit. Bleib dran, mach weiter, denn da entwickelt sich was Großartiges und das kannst du an deine Kids weitergeben. Vielen, vielen Dank, dass du das machst. Vielen lieben Dank. Das ist ja schon fast das Schlusswort. Letztes Wort. Alles unten drunter gerne anklicken, schaut euch das Ganze an, nehmt Kontakt mit Julia und der Initiative entsprechend auf, ne, sodass wir den Kindern und aber auch Erwachsenen weiterhelfen und dann gerne teilen, abonnieren, bei iTunes bewerten und dann hören wir uns bald wieder. In dem Sinne, Julia, vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.